Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Ich habe gerade ein Brett aufgenommen, oh nein. Ja, heute, meine lieben Freunde, werden wir uns darum kümmern, weil das hat absolute Priorität. Moment, ich muss kurz ein Dings hier. Na, gibst du mir jetzt mal hier so ein Dingens? Heute werden wir uns darum kümmern, diese Sachen hier fertig zu machen, das hier. Dann wollte ich ja hier irgendwie so einen Durchgang haben. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Wir müssen mal gucken, wie wir das. Ne, wir brauchen gar keinen großen Durchgang. Wir brauchen nur eine Treppe. Dann brauchen wir hier einen Zaun und dann machen wir hier Beete drauf. Das ist das Ziel, damit wir uns Gemüse anpflanzen können. Das hat absolute Priorität, denn Gemüse scheint hier gerade für uns jetzt so ein bisschen rar zu sein. Denn an Frösche und so kommen wir relativ gut dran. Das ist nicht das Drama. Aber an Gemüse dann doch nicht so. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen getrocknetes Fleisch. Geil. Hat das denn gute Inhaltsstoffe eigentlich so? 25 Protein. Ich habe jetzt leider das gekochte Fleisch nicht mehr. Ich wollte mal vergleichen. Müssen wir unbedingt zeitnah machen. Einmal vergleichen, wie gut das gekochte noch ist. Ob das besser ist oder ob das getrocknete besser ist. Scheiße, ich komme hier nicht rauf. Was mache ich hier gerade für einen Quatsch? So, kann ich jetzt springen? Warum kann ich nicht springen? Was ist mit mir? 34 Kilo, hä? So. Noch mal ein paar Bretter ready. Jetzt kann ich springen. Mann, Mann, Mann. Okay. So, also, wir brauchen hier noch 6 Bretter. Wir brauchen von dem hier alles komplett. Was genau ist so schwer in mir drin? Hier ist noch ein Brett. So. Das ist ja merkwürdig. So, dann werde ich mal losziehen und noch ein bisschen Holz holen. Das machen wir jetzt eben gemeinsam. Das geht ja relativ flott. Und dann werde ich gleich mal was ausprobieren, denn meine Axt ist gleich kaputt. Und dann werde ich gleich mal den Tipp aus den Kommentaren checken. Weil, wenn das funktioniert, wäre halt super insane. Natürlich, warum soll das nicht funktionieren? Warum solltet ihr mir das dann erzählen, wenn es nicht stimmt, ne? Natürlich wird das so sein. Und ich möchte das einmal checken. Gleich ist die Axt kaputt. So, jetzt ist sie kaputt. Und ich versuche jetzt eine Axt zu bauen. Und ich drücke nur hier rauf. Das ist so gut. Das ist der geilste Tipp ever. Ich muss einfach nur auf das Rezept drücken. Und wenn ich die Ressourcen schon in meinem Inventar habe, legt er mir das einfach hin. Problem gelöst. Das ist ja perfekt. Oh mein Gott. Danke. Danke, danke. So geil. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz, ne? Dann fahren wir direkt mal zu den Fundamenten und werden die Holzdinger da gleich reinbasteln. Ganz klar. So, hier machen wir noch mal einen fertig. So. Hab übrigens hatte ich noch zwei Eisenbahren in einem der Öfen. Hab die rausgenommen und wollte eigentlich daraus Nägel machen und habe aus Versehen aus zwei Eisenbahren einen Spitzhacken, also Eisenspitzhackenkopf gebaut. Der nimmt halt unfassbar viel Platz im Inventar weg. Und auch im. Alter, was? Und auch in den Schränken. Aber egal, jetzt haben wir einmal einen Spitzhackenkopf, Eisenspitzhackenkopf und einen Eisenaxtkopf. Aber es ist alles gut. Jo, ich muss dringend was trinken. Haben wir Wasser? Wir haben kein Wasser. Okay, gut. Läuft bei mir. Dann esse ich erstmal eine Wassermelone. Gibt ja Schlimmeres, ne? Machen wir hier einmal voll. So. Ich mag übrigens unser Grundstück sehr. Mir gefällt das sehr hier bei uns. Ich glaube, das wird richtig cool irgendwann. So. Noch einmal.
Dann nehme ich mir hier so einen Baumstamm. Schmeiß den hier hin. Dann machen wir Feuerholz. Ich glaube, ich mache nur ein Feuerholz hier rein. Das muss reichen für das Wasser. So. Okay. Packen wir das alles schön weg. Ich glaube, wir hatten sogar noch Feuerholz, ne? Aber ist ja nicht schlimm. So, Bretter haben wir auf jeden Fall auch noch. Und ich fahre jetzt mit dem hier einmal dahin. Geh hier rauf. So, ich glaube, das ist einfacher. Na. So. Es hat nichts dran. An diesen Dingen. So, hol ich ein paar Bretter. Noch kann ich springen. So. Ich würde das nämlich gerne jetzt fertig machen, Leute. Ernsthaft. Drei. Hier sind wir alle, Popalle. Hier haben wir übrigens nachgespawnte Bäume, was ich sehr geil finde. Bin sehr happy, dass sie nachspawnen. Habe ich mir auch gewünscht. So, okay. Hier ist einer. Okay, let's go. Wir holen noch ein bisschen Holz. Ich gehe aber wieder auf die andere Seite. Ich möchte gerne, dass das hier alles nachspawnt. Weil ich finde es schöner, wenn die Bäume hier überall sind. Die sind übrigens auch nachgespawnt. Aber guck mal hier, wenn das hier leer ist, ist ja scheißegal. Außerdem spawnt es ja hier auch wieder nach. So, hier haben wir noch ein paar. Halt. Machen wir gleich ein paar. Nee, ich kann nicht zu viele Bäume abholzen, weil dann despawnen, glaube ich, die Sachen, die runterfallen. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Halt. Mann, bin immer zu schnell. Und voll ist er. Let's go. Mehr passt da leider nicht rein. So, dann packen wir die Dinger auch noch rein. Dann machen wir erstmal die Holzscheite rein und danach machen wir noch ein paar Bretter. Weißt du? So, perfekt. So, perfekt. Und noch vier. Exhausted schon wieder hier, du. Mann, 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 Mann. So, und den packe ich hier noch rein. Da rein. Tummel mal ein Wässerchen. Trinken. Den nehme ich noch mit. Ich habe hier so Gammelzeug, das müssen wir später dann verwenden. So, dann laufe ich nochmal los. Wir brauchen sowieso noch viel mehr Holz, denn ich will ja, wie gesagt, noch die Treppe dahin machen. Und dann brauchen wir noch einen Zaun. Gehen Sie bitte. Ein Zaun und Beete. So. Hier sind die schönen fetten Bäume. Die will ich. Die guten. So, direkt schon mal hinlegen. Machen wir schon einen fertig. Wir kommen ja eh gleich wieder. Let's go.
Wir müssen auch irgendwie einen Weg finden, wie wir Benzin herstellen können. Das wird auch nochmal ein Thema, weil die Wege halt extrem weit sind hier. Und Benzin könnte ein Thema werden. Noch haben wir ja, glaube ich, unseren kleinen... Wie heißt das Ding? 80 bla bla bla? Keine Ahnung. Das kleine Gefährt haben wir ja. Und es ist ja auch noch relativ gut bestückt mit Benzin, würde ich sagen. Aber was, wenn wir keins mehr haben? Das heißt, wir müssen in allen Ortschaften, in denen wir sind, immer hoffen, dass wir auf Benzin treffen, ne? So. Jump. Fertig. Okay, geil. So, pass auf. Jetzt müssen wir schnell gucken. Hier mache ich jetzt meine Leiter hin, ne? So war der Plan zumindest. Wo ist denn das hier? Nicht Leiter, Treppe. So ein Ding hier. Was ist überhaupt für ein Ding? Nee, das brauchen wir gar nicht, ne? Das ist für Indoor. Auch für innen. Holzrampe. Was habe ich denn hier für eine? Achso. Na gut. Hier machen wir aber jetzt eine Treppe. So. Und dann machen wir hier einen Zaun. Weißt du, eben noch im Stream gewesen, Ranch Simulator gespielt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das hier funktioniert. So, doch, doch. Wir kriegen das hin. Dann brauchen wir eine Brüstung. Da hätte ich natürlich gerne... Nee, das hätte ich nicht gerne. Hätte gerne... Holzbrüstung. Diese. So. Dann können wir hier hochgehen und machen unsere Beete klar. Okay, perfekt. Was benötigen wir? Holzscheite und Bretter wieder. Okay, alles klar. So, siehst du? Perfekt. Dann machen wir gleich weiter. Machen wir direkt ein paar Bretter. Was ist schon wieder mit mir? Oh, die Sonne ballert gerade. Mm. Das ist nicht gut. Mal kurz in den Schatten. Oha, oha, oha. Die Sonne ballert, Leute. Heute mal kein Regentag. Komm noch nicht ran. Hier unten, glaube ich, würde es mir besser gehen, ne? Da hinten komme ich nicht ran. So. Komme ich nicht ran? Ach, shit. Schön, dass der Wagen jetzt im Schatten steht. Das ist natürlich sehr wichtig. So. Kurz ein bisschen Schatten tanken. Dann nehmen wir das Zeug schon mal mit. Nicht so schwer. 4. Hier kommen nur Holzscheite rein. Ah ja, okay. Okay, dann brauche ich jetzt nur Holzscheite. Ich habe 22. Okay, let's go. Die Wolken dürfen sich gerne ein bisschen zuziehen. Gar kein Problem wäre das. So, okay. Oben müssten ja noch ein paar Holzscheite liegen. Dann ballern wir die einfach da rein. Lassen Bretter erstmal kurz Bretter sein. Reimt sich. Und ja. Aber die wollen auch getötet werden, hier die Viecher, ne? Habe ich so das Gefühl. So, hier. Next. Hier ist ein bisschen Schatten unter den Bäumen. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Warum habe ich denn nur 68 Leben? Das ist ja krass.
Heftig. Oha. Ich muss irgendwie Leben regenerieren. Das kann ich aber, glaube ich, nur mit Essen. Wir haben aber noch diese, haben wir noch so eine Medizindinger, glaube ich. Da können wir gleich mal gucken, ob die vielleicht sinnvoll wären. Ich nehme erstmal das hier. So. Eins. Sag mal. Ja, ich gehe gleich. So. Ich muss in Schatten. Aber da können wir auch gleich mal gucken. Ich habe übrigens noch ein bisschen sortiert vorher, bevor ich hier die Aufnahme angeschmissen habe. Guck mal, das ist jetzt alles wunderbar. Hier Metallbaren, bla 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 und diesen ganzen Schrott. Das können wir hier auch schon mal reinmachen noch zusätzlich. So. Brauchen auch. Wir müssen unbedingt aus dem Zeug auch mal was machen. Wäre, glaube ich, ganz gut. So. Dann haben wir noch ein paar Steine. Die können wir natürlich wegpacken. So, dann habe ich hier so diese Sachen. Nägel und so weiter. Hier ist der Axtkopf. Und hier haben wir jetzt den Eisenspitzhackenkopf. Und alles andere. Den ganzen Plunder, der hier noch so... Hier die Pfeile, weil wir keinen Köcher haben für den Bogen. Wir brauchen unbedingt den Köcher noch. Naja, mal gucken. So, aber ich wollte eigentlich gucken nach diesen Dingern hier. Die bringen nämlich plus 50 Gesundheit. Und ich glaube, so ein Ding baller ich mir jetzt auch rein. So, dass wir wieder vollständig geheilt sind. Und dann speichere ich das Ganze. Und dann ist gut. So, 33 Dings haben wir. Okay, wir bauen jetzt hier. Hier ist auch Schatten übrigens. Oh. Wir können hier auch noch ein Geländer machen, ne? Hier wollte ich eigentlich noch rumbauen, aber das machen wir dann später. Ich fange jetzt erstmal an mit den Beeten. So, das bedeutet, wir brauchen platzierbares Lager, nicht, sondern sonstiges hier. Beet. Die sind halt auch nicht groß. Die sind sehr klein, wie ich finde. Und die werde ich jetzt... Wollen wir die hier hinmachen? Weil hier hinten ist Quatsch, ne? Oder hier so? Also vom Fenster finde ich das auch nicht so geil. Ich würde es eher hier machen. Obwohl, wir können es auch hier hin machen. Und hier eher später so schicke Terrasse und sowas. Kriegen die hier genug Sonne? So, kleine Ecke werden sie haben. Ich glaube, die kann man auch umsetzen später, das ist kein Problem. So, ich mache erstmal vier, ne? Vier. Wir brauchen dafür Bretter und Nägel. Hm, okay. Ja, gut, dass wir Barren haben. Das ist sehr gut. Mach dann hier nochmal. Hallo. Ein paar Bretters. Dann machen wir ein paar Nägel. Und dann können wir auch schon direkt anfangen. Ne? Ich glaube, das vergammelte Essen können wir auch irgendwie nehmen. So, wir haben Nägel hier. Ich brauche noch Eisenbarren. So, mal gucken, wie lange das reicht. Immer, du stehst immer im Weg. Nägel reichen nicht. Werde ich gleich noch zwei Dinger fertig machen. Doch, hä? Ich habe da noch Nägel. Schrauben waren das.
Das waren keine Nägel, das waren Schrauben. Die machen wir hier hin. Weiß ich noch nicht, wofür wir die brauchen. Die werden wir aber irgendwann brauchen. So, okay. Und noch Bretter. Brauchte ich noch Bretter? Egal, ich nehme mit. So. Ja, ich brauche noch Bretter. Gut, dann werden wir noch mal losziehen. Ja, die kleinen Bäume können wachsen. Wir brauchen Salz, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ja Proteine, wir haben Gemüse, wir haben. Also wir haben Fleisch, wir haben Käse oder was das da ist und Salz oder so unten noch. Ne? Wir müssen, glaube ich, auch Salz zu uns nehmen. Gucken, ob wir irgendwann Essen kochen können. Ich würde gerne richtiges Essen kochen. Was wollen wir als erstes anbauen? Wären Kartoffeln vielleicht eine gute Sache? Aber ich glaube, Kartoffeln haben wir noch nicht mal gefunden. Kartoffeln wären absolut insane, aber ich habe noch nicht einmal Kartoffeln gefunden. So, hier. Wir haben, glaube ich, nur Kürbis, Wassermelone und Gurke. That's it. So, los geht's. Wieso haben wir noch keine Kartoffeln gefunden? Wir müssen besser gucken. Da vorne ist übrigens, ich dachte gerade, da wäre ein Kürbis, aber da ist noch eine Gurke. Hier sind Sachen nachgespawnt. Gurken. Kleine Wassermelone. Kartoffel wäre so gut. Auch noch so ein Unterstand. Wir brauchen mehr Schatten. Hier in der Produktionsarea brauchen wir mehr Schatten. Aber so geht. So geht das. So, ein paar Bretter noch und dann geht's los. Da müssen wir auf jeden Fall noch Wasser haben. Jetzt regnet es natürlich wieder nicht, ne? Klar. Aber wir können unabgekochtes Wasser nehmen. Ah ja, apropos, wir brauchen noch eine Wasserflasche. Was brauchte ich noch dafür? Irgendwas brauchte ich noch dafür. Aber irgendwas, was wir nicht haben. Köcher ist Tierhaut. Tierhaut müssen wir noch mal gucken. Tierhaut kann ja nicht so dramatisch sein. Wir brauchen erst den Schlachtetisch. Deswegen müssen wir unbedingt noch so ein Tech-Ding uns organisieren aus irgendeinem Ort. Das heißt, wir müssen noch mal metzeln gehen. Aber wo kriege ich diese Wasserflasche her? Wo war das? Hier irgendwo? Wo habe ich das gesehen? Benzinkanister. Wo war diese Flasche? Fläschchen, Standardgegenstand im Inventar zum Transportieren von sauberem oder schmutzigem Wasser. Also das Ding können wir natürlich auch bauen. Kann nicht hergestellt werden. Was? Wo ist denn die Flasche hin? Sag mal, gib mir das. Ich muss gleich nochmal gucken.
Gut. Wie machen wir das jetzt? Ich gucke jetzt erstmal, wo wir die Flaschen herkriegen. War das hier? Sonstiges? Nee, das sind ja nur Sachen, die man placen kann. Bin ich der Meinung. Das war ja nicht hier. Wo habe ich denn das gesehen? Sag mal. Hä? Guck nochmal genau. Ich weiß, die Flasche sah völlig anders aus. Rucksack würde mich auch mega interessieren. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Da. Großes Fläschchen. Aluminiumbarren. Wir müssen Aluminium finden. Okay, das bedeutet, wir müssen nicht nur in einen anderen Ort. Wir waren ja bislang hier. Kann ich das irgendwie markieren? Mit einem Haken. Erledigt. Erledigt. Genau. Das haben wir markiert jetzt. Wir müssen nicht nur in einen weiteren Ort, sondern wir müssen auch in die Höhlen gehen. Also hier war zum Beispiel kein Aluminium. Hier sind aber noch mehr Höhlen. Und irgendwo muss es Aluminium geben. Aber hier, wir haben auf jeden Fall noch keins. Aber vielleicht gab es auch irgendwie eine einfache Variante, irgendwie an Aluminium zu kommen. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Müssen wir gucken. So, das heißt, wir müssen jetzt mit unserer klassischen Flasche arbeiten. Brauchen aber erstmal Samen. Was bauen wir an? Wir haben Kürbis. Kürbis auf jeden Fall super gut. Mais, Gurke und Wassermelone. Und wir hätten noch eine Zwiebel. Ich würde jetzt erstmal Kürbis mitnehmen. Und vielleicht Mais. Gurke wäre auch geil. Ich baue mal... Weißt du was, ich mache einfach alles. Wir haben vier Beete und ich mache jetzt vier Sachen. Und sobald wir Kartoffeln haben, mache ich Kartoffeln. So, also einmal Kürbis. Einmal Mais. Einmal Wassermelone. Und einmal Gurke. So, jetzt holen wir uns Wasser. Es fängt an zu regnen. Braucht unser Beet Wasser? Ja, ne? Wir müssen, glaube ich, trotzdem Wasser nutzen. Ist gerade voll geworden. Perfekt. Trinken. Ah, ich kann leider nur... Ich muss leider jetzt tausendmal hin und her laufen. Geht nicht anders. Ich mache jetzt einmal überall was rein. Jetzt, wo es gerade regnet. Wir brauchen unbedingt die große Flasche. Oder eine Gießkanne wäre noch viel besser. Ja. So. Hä? Okay, das war jetzt mehr. Habe ich jetzt zweimal schon reingegossen, wahrscheinlich. Egal, dann machen wir das hier auch. Das ist einmal voll. So. Da bin ich der Meinung, konnte man auch immer noch Dünger oder sowas reinmachen, oder? Okay, gut. Wir lassen das jetzt so. Wir haben Gemüse angebaut. Das ist sehr gut. So, und jetzt werde ich noch ein paar Frösche jagen.
Eins. Und dann prüfen wir mal. Ob gekochte Frösche mehr Inhaltsstoffe haben als die anderen Frösche. Das andere Fleisch, okay? Das würde ich gerne wissen. Sind hier noch ein paar? Wir sollten alles mitnehmen, was wir finden können. Ich bin voll. Dann probiere ich jetzt hier nochmal ein bisschen was davon. Oh ja. Das haut gut rein. Oh ja, das ist sehr gut. Okay, haben wir. Bleib stehen, du Mistvieh! Shit. Ich bin so schnell. Ich glaube, mein Speer ist kaputt. Oh no. Ja. Aber ich habe noch einen Katana. Aber ich hätte auch gerne noch einen Speer. War das mein Knochenspeer etwa? Boah, das wäre ja krass jetzt, wenn der schon kaputt wäre. Nee, ne? Das ist hier mein Knochenspeer. So, perfekt. Okay. Gut. So. Also. Ich brauche noch selber was zu trinken. Wir haben noch schmutziges Wasser hier drin. Das muss ich einmal loswerden. Kann ich das hier reinmachen? Und ich saufe aber viel. Dafür, dass es hier regnet, ist das aber ganz schön viel. Finde ich. So. Machen wir gleich nochmal voll. Nee, halt. Ich glaube, bevor ich das mache, hole ich mir erstmal mein gutes Wasser, trinke das, dann mache ich hier dreimal das Wasser rein. Wir brauchen dringend Aluminium und Tierhaut. Aluminium für diese Flasche, die große Flasche. Und Tierhaut für den Köcher. Aber Tierhaut können wir erst machen, wenn wir Tiere schlachten können. Und dafür brauchen wir die Schlachtwerkbank. Und die können wir erst bauen, wenn wir einen neuen Tech-Dings bekommen haben. Sehr wichtig, Pupichtig. So, mache ich hier nochmal das drauf. Ich will das einmal abkochen und gucken und vergleichen, ne? Das machen wir jetzt. So, einmal das hier. Das hier. So, let's go. Bin gespannt, was das Fleisch hier drauf hat. Im Gegensatz zu dem Fleisch hier. So, das heißt, wir werden jetzt den Tag so ein bisschen ausklingen lassen hier. Ich denke, das ist eine gute Idee. Und dann werden wir morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge an Tag 9, den wir dann schon haben, werden wir uns auf den Weg machen mit unserem Knochenspeer, den wir ja jetzt haben. Und werden entsprechend... Na, Froschi? Wohlgenährt uns auf den Weg machen Richtung Ortschaft, irgendeine Ortschaft, wo wir irgendwas töten werden und so. So, okay. So, das ist fertig. Das ist auch fertig. Aber ich wollte gerade sagen, hier fehlt was. Lass gucken. Hier haben wir jetzt 20 Protein, 20 Fett, 2 Vitamine, 1 Energie.
Hier haben wir 25 Proteine, 15 Fett. 2 Vitamine, 1 Energie. Minus 8 Durst, minus 5 Durst. Macht mehr Durst, hat aber mehr Proteine. Macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, aber ich glaube, es hält auch einfach länger. Ja, das hält natürlich viel länger. Also machen wir lieber Trockenfleisch. So, da esse ich das schon mal auf. Und dann ist das erledigt. Das hier müssen wir auch bald mal... Oh, das müssen wir jetzt essen. So, das andere hebe ich mir noch auf. Okay. So, außerdem machen wir uns hier noch ein bisschen Wässerchen rein. Und dann können wir das gleich zum Frühstück trinken. Und dann haben wir einen Plan. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie es auf unserem ATV aus... ATV hieß er, ne? Auf unserem ATV aussieht. Wir haben ja hier... Warte mal, ich habe hier noch Mais. Gürkchen. Wieso gibt es hier keine Kartoffeln? Ich will Kartoffeln. Wir müssen unbedingt Kartoffeln finden. Und hier drin, ne? Ach du Scheiße. Oh nein. Oh Gott, wir müssen den... Ja, den müssen, muss ich leer machen jetzt. Mache ich jetzt auch. Dann packe ich das alles irgendwo rein. Ich hoffe, das geht. Ansonsten muss ich noch schnell eine Kiste bauen. Na, ihr kleinen Scheißerchen. Das sieht ja super aus hier bei euch. Toll. Großartig. Wassermelone frisst natürlich viel. Kümmere ich mich hier nochmal ein bisschen um das Gemüse. Ich hoffe, das verdirbt nicht. Werde das noch ein bisschen wässern. Aber als erstes, glaube ich, werde ich schlafen. Die lohnt sich noch nicht ganz. Also ich werde das noch, werde das hier noch wegräumen. Dann gehe ich pennen und am nächsten Tag werden wir dann schön wässern noch. Und dann düsen wir los gemeinsam. Und zwar in... Hierhin, würde ich sagen. Also da. Und dann müssten wir irgendwie dahin. Oh, hier ist so ein cooler Fluss auch. Hier gibt es bestimmt richtig geile Landschaften, Leute. Oha. Und die Frage ist natürlich auch, ob das hier nachspawnt, ne? Ob die da nachspawnen oder der Loot nachspawnt. Das wüsste ich auch gerne. Naja, egal. Wir fahren dann hier hoch, fahren links rum, einmal um die komplette Kurve zu diesem Ort. Und den werden wir looten und hoffentlich einen Tech-Punkt finden, um dann die Schlachterwerkbank freizuschalten. Die brauchen wir. Und dann würde ich, glaube ich, gerne noch irgendwie zeitnah zu dieser Höhle. Vielleicht fahren wir auch erst zu der Höhle und gucken mal, was es dort für ein Loot gibt. Und dann fahren wir auf dem Rückweg dorthin. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen zeitlich. Ne? Mal gucken, wie schnell die Zeit verrennt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.